indem Konversationen nur auf die Archie-Weise geregelt werden. Yeah! Oh Gott, das wäre so schrecklich. Ich nur mit Leuten reden müsste, die genauso wie ich reden. Mit Leuten, die nur so wie ich quatschen? Nee. Lass mal bleiben, ne? Ich hab das lieber, wenn Leute ihren eigenen Sprachrhythmus haben. Ein Freund von mir zum Beispiel, der ist, während der quatscht, der Tim, der ist sehr, sehr ruhig. Der hat so einen sehr, sehr eigenen Humor und ich liebe das. Der hat so einen super trockenen Humor. Aber der redet, wenn er irgendwas erzählt zum Beispiel, der redet mit Händen und Füßen. Scheiße, Lava. Der redet mit Händen und Füßen. Ne? So, und dann macht er auch immer Geräusche und so dabei, so ein bisschen so Comedian-mäßig so, aber fürs Erste erzählt er seine Geschichten trocken. Ich liebe das. Könnte ich so gar nicht, weil ich, während ich meine Geschichten erzähle, wenn ich von irgendwas erzähle, genau die Bilder davon nochmal vor Augen habe. Also in meinem Kopf läuft dann so ein Film ab. Und deshalb kann ich das sowieso schon nicht, weil ich mich dann darüber kaputt lachen muss, welcher Film da gerade abläuft. Und das Lustige ist, ich kann ja alle Stellen mitreden, weil... der kann seine eigene Kopfgeschichte mitreden. Ist ja mal ganz was Neues. Der kann ja meistens nicht mal mitreden, was der normal redet. Weil der immer alles abbricht. Ich weiß. Okay, diese Höhle oder was? Die muss ich mir... hier geht's ja riesig ab. Die werden wir nächstes Mal mehr erkunden. Keine Ahnung, wo es da unten runter geht. Und da an der Seite war auch noch eine ganze Menge Platz und so. Das machen wir beim nächsten Mal. Oder anders mal. Ist auf jeden Fall geil. Brauche ich nicht. Vielleicht ist es eine andere Höhle. Vielleicht ist die auch mit der verbunden, die wir da schon links haben. Weiß ich ja nicht. Werden wir dann irgendwann mal rausfinden. Komm mal her. Danke, Kuh. At your service. Habe ich noch ein Schwert? Ja. Also solange wie ich noch ein Schwert habe, werde ich auch weiterhin Kühe umbringen. Ich meine... Ja, doch, umbringen. Ich hätte das jetzt umschreiben können und so, aber es bleibt dabei. Ich mache die ja tot und habe dann Fleisch und habe dann Leder. Das ist umbringen halt. Aber für alle da draußen, die sich jetzt aufregen sollten... Ich muss euch leider der Illusion berauben. Tut mir echt leid. Diese Kuh hat vorher nie wirklich existiert. Haltet euch fest, das ist nur ein Spiel. And now I blow your mind. Ja, ist wirklich so. Tut mir leid, aber das ist nur... Ja, ist nur ein Spiel. Da war ja, genau, wo ich das jetzt gerade sage, da war irgendwann mal einer in den Kommentaren. Der hat, glaube ich, auch nur ein Video von mir geguckt. Also, ich glaube, das eine irgendwie. Dieses eine, wo er halt drunter gepostet hat. Und dann schrieb er irgendwas, weiß nicht mehr, wie viele es waren. Vielleicht so um die 200 oder so. Wir sind ja jetzt schon mittlerweile bei 200. Was ist das jetzt dann? 56 oder so? 256 Minecraft-Folgen. Ist ja schon eine ganze Menge eigentlich, ne? So, und auf jeden Fall so bei 200 rund, sag ich jetzt mal. Hat der dann, wo wir die Hunde geholt haben. Ich weiß das noch, es war wegen den Hunden. Ich komme mal nicht hoch, oder? Und auf jeden Fall schrieb der dann unter die Kommentare mit den Kötern, von wegen, nach 200 Folgen hast du immer noch keine Ahnung, was man mit Hunden macht. Und das nur, weil ich, was war das gewesen? Irgendwas total Stumpfsinniges, so. Ich wusste, glaube ich, nicht mehr genau, mit was man die jetzt genau füttert. Oder mit was man die jetzt genau zähmt oder mit irgendwas. Also es ging um eigentlich mehr oder minder eine Kleinigkeit. So, ich mach den Block hier hin, spring rüber und mach den wieder weg, weil der soll ja nicht auf dem Baum stehen bleiben.
So. Ja, aber so weit ist das gar nicht mehr. Okay, ich habe mich vertan. Nee, und da weiß ich nicht. Da fand ich das auch so komisch, dass man sich da... Der guckt in eine Folge rein. Und ja, dann hat er wahrscheinlich sein Klugscheißertum irgendwie angegriffen gefühlt oder irgendwas. Oder vielleicht hat er selber mal probiert, einen YouTube-Kanal zu haben. Und meine 5 Views hier oder was. Keine Ahnung, wann denn dann... War mehr als der hatte oder... Vielleicht habe ich auch mehr Folgen gehabt. Ja, was weiß ich denn, ne? Gibt ja immer irgendwelche Gründe, warum Leute plötzlich anfangen, auf andere Leute eifersüchtig zu sein und dann einfach mal schreiben, bei dir ist alles scheiße, Mann. Das ist keine Ahnung. Nee, und auf jeden Fall, keine Ahnung. Das war so doof. Das war echt doof. Bist du da angekotzt von einem, der dann sagt irgendwie von wegen, ich hätte keine Ahnung, nur weil ich kurz vergessen habe, was man mit den Köter macht. Aber war ja wohl scheißegal, ich habe die Viecher da trotzdem mitnehmen können. So was halt. Affiges. Wo krieg ich denn jetzt mal eine Kartoffel her oder 5? Kartoffeln wollte ich haben. Ich wollte auch noch Holz haben. Und ich wollte Kaktus. Deshalb bin ich hier hingelaufen. Du Vollidiot, ey. Ich sehe den so. Ah, Feather Falling Boots. Okay, und so hoch ist es nicht. Aber das ist ja nicht mal. Das ist ja nicht mal halb so hoch wie der Turm. Wie Xamidas Turm. Jetzt hat die Xamida hier schon Schafe, ein Turm. Echt. So. Wat nu? Hallo. Was ist das da vorne? Wo geht's da hin? Hallo. Einfach nur eine Insel. Oh, guck mal. Das nehme ich gerade mal mit. Wow, 2 Stück. Kann ich nicht mal ein Papier draus machen. Schön. Okay, einfach nur eine Insel. Wir müssen auf jeden Fall hier mal irgendwie am Strand jetzt entlang gehen und gucken. Ist das schon als Wüste oder? Ist da Beach? Warte, wo steht der Beach? Scheiße. Beach gibt's keine. Beach wird es leider keine Dingens geben. Keine Kakteen. Die gibt es nur im Desert. In the desert, you can't remember your name. Cause there ain't no one no to give you no name. Da 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 da. Na, nicht sterben. Jetzt darfst du sterben. Und gib mir deine Innereien. Ja, so ein Schwein nehme ich mir irgendwann auch nochmal mit. Warum ist hier Licht? Warum ist da Licht? War ich da schon mal? Ah ja, da war ich schon mal. Da habe ich mir eine Höhle irgendwie in die Wand reingeballert. Ist das hier jetzt... Ist immer noch Beach bestimmt, ne? Ah, zappel, zappel. Zappel. Hey! Auf damit. Ich wollte nur eine da hinstellen. Ich bräuchte Desert, bitte. Jetzt habe ich... Ist immer noch Beach. Ich brauche halt einen Kaktus. Einen kleinen grünen Kaktus. Den werde ich kultivieren. Hollari, hollari. Hollaro, neue Insel. Da fuck. Da fuck. Na komm her. So, dann ist das halt jetzt die nächste, weiß ich nicht, Erkundungstour, Gedingse. Ey, krass, High Mountain. Alter! What the fuck? Wie hoch geht... Wie
Wie hoch geht das? Oh mein Gott! Oh mein... Da drüben ist... Oh, krasses Ding! Hab ich... Ja, natürlich habe ich kein Holz bei, aber hier ist ein Dschungel in der Nähe, also werde ich da Holz kriegen. Ich habe alles, was ich brauche. Oh mein Gott. So, wo habe ich meine Axt? Meine Axt habe ich hier. Oh Junge. Oh Junge. Oh mein Gott. Alter Finne. So, ich hab mich jetzt einfach mal hier so ein bisschen in den Baum rein. Ich brauch das Zeug gerade einfach nur, um... Scheiße, ist halt einfach nur, dass es gerade echt dunkel ist. Ah, toll, ich hab sowieso noch... Da habe ich doch auch noch Dingens bei. So, ich muss hier drüben auf jeden Fall mehr Fackeln aufstellen, damit ich dann da irgendwie auch Bescheid weiß. Ja, weißt du Bescheid? Mhm. Boah, krass. Oh, Junge. Oh, Junge. Boah, ist ja Hammer. Wenn es das ist, was ich erwarte, was da ist, wenn ich das gerade richtig sehe, ey, dann weiß ich jetzt schon, wo ich auf jeden Fall noch was hinbauen muss. Oh Mann, kann es jetzt nicht mal hell werden? Oh, ist das krass. Und ich muss hier eine Brücke dann übers Wasser bauen irgendwie. Weil ich will auf jeden Fall ein bisschen... Oh Junge, was da drüben? Da muss ich gleich auch noch hin. Aber jetzt müssen wir erstmal irgendwie da hochkommen. Oh, wie geil ist das? Oh, wie geil ist das? Ist das... Was für krasse Berge und alles. Wow, mega. Und hier ist auch noch das Eisen auch noch drin und so. Voll zerklüftet und so. Boah, ist das geil. Wie komm ich da am besten? Ich habe keine Erde mehr bei. Machen wir gerade mal. Ich hab da noch eine Schaufel, alles klar. So, dann nehmen wir ein bisschen Erde von. Und dann bauen wir uns so provisorisch so eine... Zumindest hier an die eine Wand. So eine Leiter. Ja, das ist auch genau... Das ist fast sogar genau das... So viel Erde, wie ich brauche. Ja, ist vielleicht nicht das Schönste von der Seite aus gesehen. Boah, krass. Und dann ist es hier eine ganz glatte Felswand. Boah, wie Hammer. Ich mach mal hier... Boah, geilo. Ey, was wie für... Hier sind extra nochmal Kühe. Da vorne ist ein Dingens, ein Andy. Den wollen wir jetzt gerade mal nicht zum Freund-Feind kriegen. Mal eben Schnitzel. Ein Steak. Komm mal her. So. Boah, hier oben ist sogar noch ein bisschen Kakao. Wow. Was ein krasses Tal und alles. Boah, wie du so wetten kannst, dass ich hier oben demnächst noch ein Dorf drauf baue. Mit so Hängebrücken hier so, hier irgendwie nach darüber. Und boah, wie geil das ist. Boah, ja, mit. Das ist so hoch, da hier sind, oh kack. Stürzt es hier fast ab. Boah, ist das Hammer. Hier sind schon die Wolken. Wie hoch geht es? Ist das geil?
Ja, jetzt ist, ist natürlich, wie komme ich jetzt? Komme ich so hier? Ja, schön. So, wie weit geht das hoch? Boah, guck mal, wie hoch wir sind. Wir sind auch immer nicht ganz oben eigentlich. Boah, Junge, das wäre jetzt... Nee, ach, das da unten ist Wasser, das fängt mich ja dann ab. Und hier, ey, da muss... Hier auf jeden Fall, hier kommt so ein kleines Dörflein hin. Mit da so und hier ein Häuschen und da ein Häuschen. Und hier oben will ich einen Tempel drauf haben. So total Kung-Fu-Panda-Style Tempel-mäßig. Oh, wie geil. Vielleicht nehme ich sogar echt den Kung-Fu-Panda-Tempel und nehme den als Vorlage. Oh, guck mal, hier sind nochmal Schafe. Sogar braunes Schaf dabei. Oh, wie geil. Mega Hammer, ja. Das einzelne weiße... Nee, das weiße Schaf ist das, was hier oben ist. Das ist das heilige weiße Schaf. Warte. Ja, es geht natürlich nicht, weil wir nur drei vor benutzen. Ich wollte da Titan hinschreiben, aber ist ja auch egal. Wenn, dann muss man das 6 hoch machen, nee, 5 hoch machen, damit man eine Zwischennotiz, eine Zwischenreihe haben kann. Naja, ist ja auch egal, war ja jetzt auch nur. Ich wollte das Schaf gerade Titan nennen und so und. Ja, ja, voll witzig, ja, das Schaf Titan auf dem Berg und so. Wow, alter Finne. Boah, wie geil ist das? Hier wird so definitiv ein Tempel drauf. Da sind sogar teilweise die Dingens eingeschneit hier. Wow, wie geil ist das? Mega geil. Wo geht's hier lang? Ich meine, den Berg, den werde ich ja wohl nicht übersehen. In welche... Wo gibt's hier... Was gibt's hier drüben noch? Das sind auch so Plain Fields. Mit ein bisschen Glück laufen hier irgendwo Pferde rum. Das da vorne. Ich muss da runter. Ohne Fallen, bitte. Ja, ist ja natürlich jetzt auch ganz lustig, weil du ja nicht genau sehen kannst, wann, wo, was ist. Ey, cool, hier sind Kühe. Tut mir leid, ihr müsst alle sterben. Tote Kuh, tote Kuh, tote Kuh. Das bist du, das bist du, das bist du. Eine tote Kuh, tote Kuh, tote Kuh. Ja, das bist du, das bist du, das bist du. Tschakalaka, laka, laka. Ja, ja, ist ja gut. Hey, ich bin voll die Beatbox. Oh, und da ist dann auch noch eine Höhle drin. Natürlich, also wenn in dem Werk jetzt auch keine Höhle drin gewesen wäre. Das hätte mich ein bisschen verstört. Habe ich hier Pferde, bitte? Was ist das da vorne? Braunes Schaf? Braunes Schaf. Nein, ich möchte... Ey, komm, das wäre so geil, wenn ich jetzt hier... Irgendwo Schafe, ja, Schafe. Kühe, mehr Kühe. Kühe sind gut. Ich wollte eigentlich nur einen Kaktus haben, aber Kaktus beinhaltet Wüste und, oder umgekehrt, Wüste beinhalten Kakteen und Wüste habe ich gar nicht. Ich habe Strand. Das heißt, ich bin gerade sowieso gezwungen, erstmal zu gucken, wo ich eine Wüste habe.
Yeah. Also nachdem wir jetzt letztens erkundet haben, stell dir mal vor, Jung, erkunden wir wieder.